Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Greevy von Gigalabastia, dem klein bescheidenen Hort rund um die Welt von Pokémon. Und ihr Lieben da draußen, ihr habt es euch gewünscht, also möchte ich liefern. Ihr wollt gern mal wieder eine Deckvorstellung von mir sehen. Das heißt also, mit welchen Pokémon-Karten kann ich denn ein Deck zusammenstellen, das möglichst effektiv ist, dass es im Pokémon Trading Card Game Online, aber natürlich auch auf Turnieren recht erfolgreich gespielt werden kann. Sicherlich gibt es einige Meta-Decks da draußen, die zum einen sehr viel Geld kosten und zum anderen natürlich kaum zu besiegen sind. Und auch da bastle ich gerade an einem dieser absoluten Spitzendecks, um euch dieses vorzustellen. Aber nach dem Pipi-Deck, das ihr übrigens sehr gerne nochmal anschauen könnt, die Folge, möchte ich euch heute erstmal wieder ein Deck vorstellen, das auch mit wenig Geld sehr einfach und simpel zu bestücken ist. Einfach und simpel ist auch eine schöne doppelte Nennung. Aber auf jeden Fall könnt ihr mit einfachen Mitteln dieses Deck zum Erfolg bringen. Was braucht ihr denn dafür? Ihr braucht Karten aus Pokémon Go, aus Astralglanz, strahlende Sterne und ansonsten auch die sehr klassischen Itemkarten, die man in fast jedem Deck findet. Und da rate ich euch die Trainer Toolkits. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video, weil ich habe festgestellt, sehr, sehr viele sinnvolle Trainerkarten finden sich vor allem in den ersten Editionen, wie dem Schwert- und Schild-Basisset oder gleich der Rebellen. Aber gut, egal. Ich präsentiere euch heute Lasst die Affen aus dem Zoo, Ambidifyl, Griffel. So, das sind unsere beiden Main-Karten, beziehungsweise das ist unser Main-Pokémon hier aus diesem Deck. Ihr braucht das natürlich satte viermal, logischerweise, wenn das hier unsere Hauptattraktion ist. Ihr findet Griffel und Ambidifyl im Pokémon Go Set und das ist jetzt schon mal das Tolle. Pokémon Go bekommt ihr für einen recht günstigen Preis aktuell. Ihr bekommt die Top-Trainer-Boxen auch im Netz noch relativ günstig. Sehr, sehr einfach gibt es auch die Alola-Kokobai-Boxen zu bekommen noch. Das sollte gar kein Problem sein. Oder auch die Tin-Boxen. Schaut da mal nach. Auf jeden Fall ist es ein sehr kleines Set und von daher ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ihr die Griffel und Ambidifyl in vierer Stückzahl schnell zusammenbekommt. Darauf aufbauend könnt ihr dann das Ganze noch mit diesen Pokémon hier bestücken, nämlich Evoli und Vulipova. Ich würde euch raten, beziehungsweise Grüße gehen raus an Layton, einem langjährigen Zuschauer und inzwischen auch einen guten Freund von mir. Der hat mir nämlich das Deck empfohlen, hat gesagt, hier, nimm doch das. Das ist doch eigentlich ziemlich, ziemlich cool als Vorstellung. Ihr braucht dreimal das Evoli und auch dreimal das Vulipova. Ich habe jetzt in meinem ganzen Balk nur zwei gefunden, aber nehmt noch ein drittes dazu. Wir gucken das uns auch gleich online an. Da kann ich euch alles nochmal zeigen. Und jetzt möchte ich euch kurz die Mechanik erklären dieses Decks. Also was ihr machen wollt. Ihr wollt euer Evoli zu Vulipova entwickeln. Deswegen ist es gut, wenn ihr das Evoli aus Astralglanz nehmt mit dem Vulipova aus Astralglanz, denn die Fähigkeit besagt, dass ihr einmal während eures Zuges, wenn du ein Pokémon aus deiner Hand spielst, um eines deiner anderen Evoli zu entwickeln, dein Deck nach einer Karte, die sich aus diesem entwickeln, durchsuchen kannst und sie auf die Hand und sie auf dieses Pokémon legen kannst. So. Also ihr könnt praktisch relativ fix eure Evolis zu Vulipova entwickeln. Warum ist das wichtig? Weil Vulipova die Attacke Energiegarten kann. So. Und dadurch sucht ihr nämlich euer Deck nach bis zu drei Energiekarten verschiedenen Typs und legt sie beliebig an die Pokémon an. Und an welches Pokémon wollt ihr natürlich diese Energiekarten anlegen? Genau, an Griffel, beziehungsweise, das wollt ihr natürlich schnell entwickeln, Ambidifyl. So, Ambidifyl ist unser Main Character hier, Volldampfwurf, erklären wir mal ganz kurz, wirf für jede an dieses Pokémon angelegte Energie eine Münze. Diese Attacke fügt 60 Schadenspunkte pro Kopf zu. Das ist ziemlich, ziemlich tricky natürlich mit dem Münzwurf, es kann auch voll in die Hose gehen, aber das ist hier bei Ambidifyl nur halb so schlimm, denn ihr habt ja das Primatengeschick als Fähigkeit. Denn wenn diesem Pokémon durch Attacken Schaden zugefügt wird, wirf eine Münze, verhindere jenen Schaden bei Kopf. Und das ist ziemlich, ziemlich nice. Denn selbst wenn ihr vielleicht kein Damage raushauen könnt, weil ihr nur Zahl werft, kann es natürlich sein, ihr werdet angegriffen, werft einmal Kopf und dann bekommt ihr ebenfalls keinen Schaden und habt eine Runde noch überlebt. Was natürlich sehr, sehr nice ist. Und was heißt das im Klartext? Was für Energiekarten braucht ihr? Naja, klar, eine bunte Mischung, denn euer Vulipova legt ja nur drei verschiedene Energiekarten an. Nicht dieselbe, ne? Also insofern könnt ihr nicht einfach nur Pflanzenenergien da reinbuttern, sondern die verschiedensten Typen. Außerdem, ganz wichtig,
diese Energiekarte. Schönes Centering übrigens. Denn die doppelte Turboenergie fungiert als zwei Energien und das heißt, ihr dürft hier mit diesem Ambidüffel auch zwei Münzen werfen. Also die Energiekarte zählt nicht als ein Münzwurf, sondern auch als zwei Münzwürfe. Das ist sehr, sehr nice. Und ihr wollt natürlich dafür sorgen, dass ihr eure Pokémon schnell bekommt. Deswegen ist Gloria aus Strahlende Sterne wichtig. Übrigens auch Doppelturbo-Energie ist aus Strahlende Sterne. Da dürft ihr nach drei Basis-Pokémon suchen. Und Hinatsu ist auch wichtig. Wo haben wir sie? Habe ich gerade nicht hier, verdammte Axt. Die ist aus Verlorener Ursprung, das Pendant zu Gloria. Dadurch sucht ihr euer Deck nämlich nach drei Evolutions-Pokémon, nach drei Entwicklungsstufen. Drei Entwicklungs-Pokémon, also Ambidiffel zum Beispiel. Außerdem ganz gut immer mit in so einem Deck ist der Hisui-Schwerball, um die Preiskarten nach dem Basis-Pokémon zu durchsuchen. Forschung des Professors, um auf den Ablagestapel die Karten zu legen und 7 neue Karten zu ziehen. Sephora ist auch nicht schlecht, da könnt ihr nochmal 2 Pokémon aus dem Ablagestapel oder auch 2 Energiekarten aus dem Ablagestapel auf die Hand zurückholen. Und dann gibt es noch ein paar weitere sinnvolle Trainer- und Itemkarten. Aber ich sage euch eins. Erstens, das sind alles keine teuren Karten. Das ist nur eine Common-Karte. Und das hier ist die einzige seltene sozusagen, die wir hier noch mit an Bord haben. Aber selbst Vulipoba gibt es auch als Regular Rare und ist so insofern sehr günstig zu erstehen. Auch online, wenn ihr die Einzelkarten wollt. Von daher lohnt sich das zumindest vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn dieses Deck, ich sag's euch, das kann ganz schön gefährlich werden. Aber alles weitere dazu zeige ich euch jetzt im Pokémon Trading Card Game Online. Und da wollen wir das Ganze natürlich auch mal auf Herz und Nieren prüfen. An dieser Stelle aber natürlich nochmal der kleine Hinweis. Ich freue mich über eure Unterstützung. Likes und Kommentare sind sehr gern gesehen, genauso wie Abos. Und wenn ihr das cool findet, dass ich diese Decks vorstelle, schreibt es mir ganz gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr sogar noch eine eigene Empfehlung. Jetzt kommt ja das Mew-Deck raus, das Liga-Mew-Deck. Wenn ihr sagt, ey, kannst du nicht das mal kaufen und auch mal vorstellen, schreibt es, wie gesagt, alles gerne mal in die Kommentare rein. Oder ihr habt eigene Ideen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann will ich versuchen, das hier auch mal vorzustellen. Wie gesagt, ich versuche immer darauf einzugehen, in welcher Erweiterung ist das. Ich kann euch auch gerne mal die Preise immer vorher raussuchen. Das ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn ihr sagt, hey, das wäre auch cool, würde mich mal interessieren, euer Feedback. Danke vielmals und wie gesagt, jetzt wird erstmal ein bisschen gezockt. So ihr Lieben, und da sind wir auch schon in der Welt von Pokémon Trading Card Game Online. Ich habe den Greenscreen mal ausgelassen, da gibt es die graue Wand halt wieder für euch und zeige euch noch einmal das Deck in seiner vollen Pracht. Die Prima Primaten sind los, so habe ich es jetzt einfach mal genannt. Wie gesagt, ne, Evoli, Vulipoba, Griffel, Ambidiffel sind mit dabei. Das hier ist auch immer ganz nice. Miltank sollte ich vielleicht nochmal extra erwähnen. Das ist aus Astralglanz, eine seltene Karte und ich habe eine davon gezogen. Aus 2 Displays, einer Stadionbox, einer Top-Trainer-Box. Also irgendwie ist das ein rares Gut, dieses Miltank. Ist aber sehr, sehr stark. Kann man auch in anderen Decks verwenden, denn der wundersame Körper ist die Fähigkeit, verhindere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken von Pokémon Wii zugefügt wird und die Verheerung für jedes Pokémon auf der Bank nochmal 20 Schadenspunkte mehr, also des Gegners. Ist immer ganz sinnvoll, wenn man mal noch so ein Notfall-Pokémon mit dabei hat. Insofern nicht so übel. So, jetzt kommen wir auch schon zu den Trainerkarten. Ich mache das mal hier auf. Was ihr machen wollt, ihr wollt eure Griffel schnell entwickeln. Das heißt, Entwicklung ist Rauch. Rein damit. Böllert das 4-mal rein. Die gewöhnliche Angel wichtig. Damit könnt ihr sie wieder aus dem Ablagestapel rausholen und ins Deck mischen. Auch wichtig. Der VIP-Kampfpass ist so ein Können-Ding, ist kein Muss. Ihr könnt halt, wenn ihr als Erster dran seid, Quatsch, wenn ihr in eurem ersten Zug seid und diese Karte hier habt, direkt 2 Basis-Pokémon aus dem Deck rausfischen und auf die Bank legen, was ganz nice ist. Mit der Rettungsbox holt ihr sie ebenfalls wieder zurück. Der Levelball ist mit dabei. Da könnt ihr nach einem Pokémon mit 90 oder weniger KP suchen. Also alles Itemkarten, mit denen ihr eure Griffel, eure Evolis schnell aufs Parkett bringt. Und das Schöne ist, Ambidiffel hat nur 90 KP. Insofern lohnt sich hier gerade der Levelball besonders. Flottball kann man mal noch 2 mit reinwerfen. Auf den Hyperball zum Beispiel sollte eher verzichtet werden. Hier, das ist auch interessant, Wirrscheinwald, tolle Stadionkarte. Einmal während des Zuges jedes Spielers, nachdem jeder Spieler eine oder mehrere Münzen für eine Attacke geworfen hat, kann er alle Ergebnisse jener Münzwürfe ignorieren und jene Münze erneut werfen. Also auch hier erhöht ihr eure Chancen, dass es mit dem Münzwurf klappt. Insofern eigentlich auch ein Must-Have. Vielleicht, wenn ihr das 4-mal habt, könnt ihr das auch 4-mal mit reinbuttern. Ich hatte die Karte jetzt hier nur 2-mal, insofern kann ich sie auch nur 2-mal hinzufügen. Ist aus Flammende Finsternis übrigens. Schneegipfelpfad, da ignoriert ihr dann sämtliche Fähigkeiten von Wii und GX-Pokémon. Und da ihr ja selber keine habt, ist das nur für den Gegner dann ziemlich mies. Ist aus Astralglanz die Karte.
Forschen des Professors hat man schon geklärt. Befehl vom Boss ist auch ein Klassiker, kann man ruhig mal mit reinnehmen. Auch genauso wie die Mary, ne? Jeder Spieler mischt seine Handkarten ins Deck. Und dann zieht man entweder 5 oder 4, je nachdem, wer sie eingesetzt hat. Hinatsu hatte ich gesagt. Ja, und der Luftballon ist auch nicht übel, ne? Kann man auch mal mit reinnehmen. Da könnt ihr dann schön hin und her tauschen. Ist auch nicht so schlecht. Gerade wenn ihr paralysiert oder vergiftet werdet. So, Energien immer schön bunt halten. Doppel-Turbo-Energie 4-mal am besten reinpfeifen. Fangenergie ist auch ganz geil, weil wenn ihr diese anlegt, dürft ihr euer Deck nach einem Basis-Pokémon durchsuchen und auf die Bank legen. Und ansonsten knallbunt, knallbunt. Soweit klar. Ich hoffe es, denn jetzt möchte ich euch das natürlich auch mal in Aktion zeigen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespielt, habe auch einige Male bereits gewonnen. Das klappt nicht immer, aber doch oft genug und deswegen heute also hier die Vorstellung von den Prima Primaten. Bruce is the one who wants to fight against us. Ich bin gespannt. 2 Karten dürfen wir extra ziehen, das ist schon mal sehr nice. Und Bruce ist offenbar gezwungen, mal Nuffy zu spielen. Eigentlich eine Karte, die man nur auf der Bank haben möchte. Ah gut, mal gucken, ob er jetzt irgendwie seine Handkarten nochmal verbessern kann. Und er spielt den Nebelkristall. Er spielt das Pipi-Deck, Leute. Das, was ich euch neulich vorgestellt hatte. Oh, und der Luftballon ist auch da. Eieieiei. Da kann er in der nächsten Runde direkt dann die Mondschau-Party einsetzen. Oder jetzt schon? Ach so, in seinem ersten Zug kann er das schon machen. Na klar, stimmt. Ich muss es ja eigentlich wissen. Dafür bekommen wir 2 Griffel. Ist ja auch nicht so übel. Wir können auch mal gucken. Wir haben auch noch genügend hier im Portemonnaie. Wir haben auch unseren Wirrscheinwald. Insofern sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Doppelte Turbo-Energie. Aber wir können zumindest schon mal unsere Ambidiffel snacken. Ja, und theoretisch hätte ich mir vielleicht noch ein Evoli holen sollen. Weil wir wissen nämlich nicht, ob unser Vulpecula hier wirklich überlebt. 140 Schaden macht er jetzt schon. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal gucken, ob wir mit Ambidiffel vorwärts, voraus können. Vielleicht können wir direkt mit Kopf anfangen. Das ist halt praktisch, ne? Dass unser Ambidiffel hier direkt mit einmal Kopf das Pipi ausschalten kann. Jetzt muss das Primatengeschick funktionieren. Sonst haben wir ein Problem. Schade. Und unser Ambidiffel konnte sie leider nicht verteidigen. Gut, jetzt muss es nochmal das zweite irgendwie klären. Okay, aber die Energieaufbereitung. Die Energieaufbereitung ist übrigens auch eine sehr, sehr wichtige Karte. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist aus Kampfstile, glaube ich. Und von daher immer wieder gut für das Pipi-Deck, aber auch für unser Ambidiffel-Deck wäre das auch nicht so schlecht. Ja, schade. Dann wird es das gewesen sein. Okay, wir gehen in eine neue Runde, weil ich glaube, hier können wir nicht mehr gewinnen. Zeni Hunter ist der Gegner. Bin gespannt. Ich sag mal Kopf mit meiner tollen Glurak-Münze aus der Ultra-Premium-Kollektion. Möchte ich anfangen? Ich sag mal ja. Ich weiß nicht, ob man mit dem Deck anfangen sollte. Miltank ist dabei. Evoli. Griffel. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist eine Energiekarte, ne? Okay, wir haben noch alle 4 Ambidiffel hier. 2 Vulpecula, 1 haben wir auf der Hand. 2 Griffel nur. Auch interessant. Ja, den Wirrscheinwald, den würde ich mal jetzt noch nicht benutzen. Okay, wir bekommen hier Bidiza und damit wahrscheinlich auch ein Bidifass, um Karten zu ziehen. Und der Schlecker paralysiert uns, glaube ich, ne? Bei Kopf. Ja. Ist aber hier nicht passiert. Schon mal sehr gut. Und wir ziehen tatsächlich die Energiekarte. Das ist natürlich absolut Premium. So, dann können wir eigentlich das hier machen. Das hier machen. Ich opfer mal Sephora. Ist schon jetzt nicht so schlecht. Wir haben den Ballon. Neue Energie. Oh, das sieht alles gar nicht so übel aus, Leute. Das sieht alles nicht so übel aus. 1, 2 und 3. So. Und dann können wir in der nächsten Runde mit Ambidiffel eigentlich direkt angreifen. Das ist unser erklärtes Ziel. Guck mal, da hat er Galageradax. Macht damit 30 Schaden. Unser Vulpecula wird aber überleben, was auch nicht so übel ist. Oh, jetzt kommt noch Cynthias Ehrgeiz. 2 Karten darf er dazuziehen, sogar als Rainbow-Variante. Und da hat er leider unseren Wirrscheinwald vernichtet. Das ist jetzt extrem bitter.
Und da kommt noch die Kopflosrappel. Ja, gut. Mach's mal auf Miltank, das passt schon. So, ich würde sagen, wir dürfen jetzt nicht zögern. Also erstmal haben wir noch einen. So. Dann machen wir unseren Luftballon hier ran. Ziehen das zurück. Packen Ambidiffel rauf. Doppelte Turboenergie. Da dürfte doch jetzt eigentlich nichts schief gehen. Oder? Jawohl, guck mal hier, viermal. Wenn du möchtest, kannst du... Nein, ich möchte nicht noch einmal werfen. Das passt doch. 220 Schaden. Geradax ist Geschichte. Galar-Geradax. Und jetzt darf ich mir eine schöne Preiskarte raussuchen. Ich nehme die hier. Mary, ja. Das ist gar nicht mal so übel. Kann man immer gut gebrauchen. Wir haben auch noch den Befehl vom Boss. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich den in der nächsten Runde einsetze, um seinen Galar-Geradax zu besiegen. Kann aber auch sein, dass er uns paralysiert. Ach nee, ich hab zuerst Kopf geworfen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay. Levelball. Griffel holen wir uns. Damit wir das auch schon mal vorbereiten können. Und natürlich will ich seine Geradax hier ausschalten. Fünf Energien müssten eigentlich reichen, ne? Ja, wir haben ja auch den Würscheinwald zur Not. Aber wir brauchen ja nur zweimal Kopf. Ja, komm. Und wir haben gewonnen. Ha! Leute, ihr seht es also. Es ist wirklich gar nicht mal so übel. Klar, das war jetzt kein absolut krasses Deck, gegen das wir gespielt haben. Beim Pipi-Deck war das schon ein bisschen kniffliger. Deswegen habe ich das so kurz gehalten. Aber ich wollte euch gerne noch mir mal die Runde zeigen, in der es auch gut funktioniert. Ja, und da habt ihr euren Sieg sicher. Also von daher, ich mag es sehr. Bin ich ehrlich. Bin großer Fan von meinem Prima Primaten. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mal in die Kommentare, was euch an dem Deck gefällt. Vielleicht habt ihr ja auch gesehen, oh, vielleicht ist die Karte da auch gar nicht mal so übel, wenn du die noch mit reinpacken würdest. Auch das würde mich natürlich interessieren. Und falls ihr eigene Ideen habt oder generell das Format schön findet, wenn ich solche Decks mal vorstelle, auch das gerne als Feedback dalassen, würde ich mich sehr freuen. Und falls ihr ganz neu dabei seid, abonniert sehr gerne meinen Kanal. Da würde ich mich auch ganz, ganz doll freuen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen fabelhaften Tag, morgen, Abend, je nachdem, wenn ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten wieder. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGreevy von GigaLabastia. Ciao, ciao!